Ja, und damit hallo und willkommen zu Leysara. Entschuldigung. Summit Kingdom ist eine Demo von dem Spiel. Es ist ja im Moment ein Event auf Steam. Meine Fresse, ist das laut. So. Gibt ja im Moment so ein Demo-Event auf Steam. Und das ist eine davon. Zumal scheint ein kleines Dorf aufbauen an so einem Berg. Wieso auch immer man die Klippe rauf so ein Dorf aufstellen würde. Guck mal, das ist eine Brücke, ne? Die geht einfach mal. Das ist eine Rutsche. Kann ich so richtig gut reinzoomen. Ah ne, ist schon eine Bergbahn. Ja, ist schon so ein. Eine Seilbahn. Ja, still, Mouse Scroll kannst du zoomen. Ja, das habe ich gemerkt. Bild im Marketplace Bild hier. Okay, da unten hat man verschiedene Unterabschnitte von Gebäuden. Dann kann man dann hier die Egg Production und sowas. Also kannst du dann so besiedlermäßig vielleicht. Wertschöpfungsketten aufbauen. Danke, Gehirn. Tea Production. Tee, Bergtee dann. Hä? Und hier sehe ich schon was an Kupfer und noch mehr Kupfer und Salz. Salz? Da oben gibt es Salz. Sieht dann so aus. Keine Ahnung, ich war noch nie auf dem Berg oben. Start building your town, bla bla, Marketplace, bla bla, Central Point, bla bla. Red Marker, bla bla, means building doesn't have a connection to the mountain. Okay, das Ding da ist dann, ja, okay, ja, die Gosch. Wo kriege ich die her? Demolish Tool, nix demolition. Zack, Ende. Straße gebaut. Good job, Marketplace change, bla bla bla, needs workers. Building houses will make workers. Make worker, building houses, da. Zack, zack, zack. Houses gebaut. Jetzt sieht man noch mehr. Okay, warte. Bisschen Anno-mäßig aufbauen. Ist jetzt hier nicht perfekt, aber ich meine, kann man mit leben. Was hast du denn für. Achso. Okay, das ist wirklich suboptimal gelaufen. Moment, das weg. Es muss nämlich zu dem. Nicht zu hier verbunden sein, sondern zu dem. Das hier ist der Ankerpunkt. Für alles. Wieso ist das so asiatisch angehaucht? Straße, 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 Straße. Viele Minions bekommen. Ist ganz toll. Minions sind so wundervoll. La, da, 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 da. So. Continue access to a Mandala building. Mandala mini order building. In Leysara has a range. Okay, das da. Das da. Okay, jetzt drehen. Bitte, danke. Wie dreht man dann? Was ist das? Okay, damit nicht. Mit R auch nicht. Mit Z? Nein.
Also es gibt Shortcuts. Nur, ich sag da keiner, wozu, welche wozu sind. Also keine für Strategiespiele üblichen Shortcuts funktionieren. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Suddenly. Ich möchte nicht sagen, das ist ein anderer Building. Okay, warte. Great, you are fulfilled, bla bla bla. House Menu. So. Achso, click on the house. So. Looks like the folks living here would like to get some food. Aha, food. Have Mandala? Need is satisfied. The food brauchst du drei. Close house menu. Okay. Mach Futter. Food distribution, aber hier, Tee ist kein Essen. Ja gut, weiter geht's. Build a chicken farm. Bam! Chicken farm. Zack. Der hat jetzt echt überall. Was ist das? Kann ich nicht sehen. Build a chicken farm. Introduction will start. Make sure it has the marketplace in its range. Every production building can only transport its production output to a building in its range. Ja, hab ich gecheckt. Indicate by the icon. Let's add address that by clicking the chicken farm and sending the eggs to the marketplace. Muss ich das denn immer machen? You to set where to transport the resources. Ach so. Ah. Barley and blalala Lutz. So, blalala Lutz. Meint das mal? Ne, warte. Warte, die Mountain Road hat jetzt hier ein bisschen, ein Designproblem, aber das passt schon. Wir müssen Kühe her. Müssen die mit dem Ding hier verbunden sein oder müssen die... Die brauchen eine Verbindung zur Straße. Egal. Reden wir nicht über. Start sending Barley. Missing Yaks. Wo krieg ich denn die her? Barley Fields. Ach so. Irgendwie der Knopf hier funktioniert nicht. Wenn ich den Knopf da drücke, wieso krieg ich nicht gleich den Senden-Knopf? Deine Mutti ist out of range. Was? Du stehst direkt neben dran. Was soll das heißen? Egal. Ja, Speaking better, but it's not producing any Zampa, was auch immer. Das ist ein fucking Dolljack oder so.
It's because this building requires not only human workers, but also yaks and yak, genau. To increase your town's yak population, you need to build a simple yak breeding. Okay, nice. Yaks, wo sind die? Ach, da! Jack-Residenz, Alter. Da hast du eine Jack-Residenz. Nice, wir brauchen noch mehr. Wie viel produziert der da? 6 Jacks. Der braucht 2. AKA, ich kann jetzt noch affig viele von diesen Dingern da herstellen. Der hier provided wie viel? 3. Und der braucht ja so viel, wie er irgendwie kriegen kann. Aber mit 40% Dingens, warte mal. Wenn ich das wieder kaputt mache. Sind immer noch 40%. Irgendwas läuft nicht so gut. Ach so, der braucht noch mehr. Man braucht viel mehr Felder, um das auszulasten. Oh mein Gott, ich komme da nicht ran. Dun da da dun da da dun da da na da na 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 na. Obwohl, warte mal, jetzt bin ich schon fast fertig. Nee, noch nicht ganz. Jetzt bin ich fertig. Das Ding ist aber, der hat 6 produziert 6 Jacks. Was heißt, du kannst 3 von diesen Gebäuden hier damit auslasten. Ja, habe ich schon gemacht. Connect via a bridge, sehr gut. So, connect to the street, please. Richtig. Passt so. Super. Operation Marketplace in the second region. Ja, wir expandieren jetzt schon. Ist voll operational, ey. Hey, oh, macht sich ganz gut. Muss man schon sagen, macht sich ganz gut. Have 5 RS town houses and upgrade them to travel. To level 2. Sehr gut. Hä? Okay. Ab wann sind die Artistons? Prosperity. Was ist das? Ein Badehaus. Kann man das nicht einfach so an die Klippe hängen? So, und dann so mit Stelzen? Ne? Das hätte voll den Vibe, aber naja, geht nicht. Das ist ein bisschen suboptimal. Kann man da noch eine Straße vorbauen? Ne, gell? Ist halt, man hat halt wirklich nicht sehr viel Platz. Können wir da noch ein Haus hinbauen? Ja, ich weiß, ihr habt jetzt kein Mündele.
Aber kommt gleich wieder eins. Mandala. Prosperita. So. Artista. Da sollte ich nicht unbedingt zubauen. Wir wollen ja diese Region hier irgendwie erschließen. So, wie weit komme ich da runter? Nur so weit. Da liegt Stein rum. Jetzt nicht mehr. Das bringt mir absolut gar nichts, kann es sein. Nee. Scheiße. Bisschen puzzeln hier. Normalerweise habe ich immer so zwei Reihen. Gucken, ob es hier hochgeht. Also hier auf jeden Fall. So habe ich das oft bei Anno. Ich bin auch voll der Anno-Noob. Also es gibt Leute, die haben da die craziesten Layouts. So, wir deployen das da und dann, was ist das da? Cheesemaker. Lego. Was braucht denn der hier? Der braucht Viech. Der braucht Milch. Und Wolle? Incense Production. Okay. Meditiert ihr schön in der Weltgeschichte. Das ist die Textil. Not available jetzt. Braucht 8 Worker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vielleicht kannst du mich in Ruhe lassen? Was zu Level 2 abwerten. Aufwerten. Ja, du schickst das dahin. Hä? Das ist nicht in Range. Fuck! Abreißen. Ist der jetzt noch in Range? Oh, diese Range ist affig klein. Der muss auch wieder weg, schon wieder weg, weil die Straße muss hier lang. Ziemliches Gefuddel. Aber was soll's? Es hat sich eben so. Wie viel Milch produziert der? 5,5. Das heißt, wir müssen diese Kombi nochmal machen. Nochmal machen. Aber wir können hier welche aufwerten. Nachdem wir sie aufgewertet haben. Blablabla, still needs one value in each category. Der ist doch happy. Wieso kann ich den nicht aufwerten? Oh nein.
Die hier hinten sind nicht im Range von diesem Marktplatz da. Also es ist Anno. Ich habe das Gefühl, ich weiß, mit welchem Tool der Soundtrack gemacht worden ist. Mach mal den Käse da weg. Und guck, ob du den Kram da hinkriegst. Irgendwie in diese scheiß Ecke einen scheiß Marktplatz reinkriegst. Leute, ich muss einen Marktplatz bauen, verpisst euch alle. Wieso kann ich da keinen Marktplatz hinbauen? Hallo? Spiel! Wie baue ich noch einen Marktplatz? Kann nur einer gebaut werden oder was? Ich habe einen Arsch voll Worker. Achso, weil der so viel Platz braucht. Braucht ja scheiß viel Platz. Und dann, ja, toll. Wie viel Worker brauche ich denn überhaupt? Kann ich die da weghauen? Und den da? Damit ich mehr Artistan spawnen kann. Hallo? Wieso geht es da nicht hin? Achso. Da geht noch einer hin. Bam. Geht! Also massiv suboptimal, aber sehr auch egal. Es scheint zu funktionieren. Aber ich spüre schon so den Anno-Stress. Ein bisschen. Anno ist ja eigentlich total gechillt, aber so manchmal hat man so den. Scheiße, ich brauche diese Ressource. Fuck, ich kann sie nirgends hinbauen. No! Stress, ne? Der ist total genial. Shafts. Just like a bridge, build a shaft up a hill. Nice. Ich meine, auf der Seite hier haben wir einfach noch gar nichts gemacht. Mountain Zone. Splendid. Now you have reached the Mountain Zone. Production output of some buildings depends on which zone they are placed in. This is shown in the tooltip like this. Blah, blah, blah. An example of a building working this way is a beekeeper. It produces significantly more resources if it's placed in the middle zone. Let's use that to our advantage. Das ist die mittlere Zone und das ist die obere. Aha. Also jeder von diesen Bergen hat verschiedene Zonen. Ist das da eigentlich irgendwas? Das ist einfach nur Riffraff. Das ist so. Hä? Using operational beekeeper in the zone. Send to this da ganz unten. Not in the range. Creating a transport. To provide people with honey, we need to find a way to transport it all the way down. Beekeepers can only send resources to nearby buildings. We need to. Ah, warehouses. Das ist natürlich dann. Jetzt dann. Die Lösung des Problems. Kleines, kompaktes Dödelding. Ist das jetzt in Range von dem? Ja, wie soll ich denn da runterkommen? Er steht literally da und das Ding da. Wie soll das gehen?
Ah, das Warehouse selbst kann das. Okay, das heißt, das Warehouse sollte man da oben hinbauen. Dann sendet der das dahin und der hier kann das jetzt dann wohin auch immer schicken. Ja, okay, ich hab's geschickt. Ja, gut. Was ist das? No Carriers Assign. Das ist ein Carrier. Nice. Also, dass das so rauszoomt, wenn man die mittlere Maustaste benutzt, zoomt das übelst raus. Ich bin es halt irgendwie gewohnt, dass man mit der mittleren Maustaste so die Karte grabbt und. Macht man auch, aber gleichzeitig zoomt das auf den Mond. Aber so wie ich hier sehen kann, kann man den noch anders. Mineral. An anderen Stellen besiedeln. An manchen mehr kleptomanisch. Ultra kleptomanisch. Aber so wie wir hier festgestellt haben. Oder wie hier feststellbar ist, können wir ja einfach nur auf dieser Ebene ein Ressourcengebäude hinklatschen und die Ressourcen dann hier runterschießen. So, jetzt haben wir haufenweise. Jetzt müssen wir noch das da bauen, ne? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich hätte ich die Artistens dahin bauen sollen. Ja, die habe ich gemacht. Both Marketplaces. Oh, scheiße. Wie jetzt? Wie soll denn das gehen? So, okay, toll gemacht. Let's start mining copper and use it for copper utensil production. Okay. Das spart. Copper mine. Braucht logisch eine Straße, die wir hässlicherweise einfach hier hinklatschen. Dann brauchst du den Jack. Das reicht nicht. Okay. Utensil Maker. Und wir brauchen einen Jack. Not in range. Ja, das senden dahin. Danke. Senden dahin, danke. Jetzt haben wir nicht genug Honig. Das sollte die ganze Sache etwas fixen. Wie viel braucht ihr denn genau? 5. Weil der hier braucht ja eigentlich gar nichts. Da lebt keiner.
So, Kupfer dahin schicken, Kupfer. Kupfer wird jetzt hierher geschickt. Die brauchen Teeservice. Wo soll denn das herkriegen? Da. Copper Utensils. Achso, ich habe keine Carrier gedingst. So, da hast du. Haufenweise. Oh du Scheiße, das war ein bisschen zu viel. Der braucht nur 3. Also das reicht locker. Naja, doch nicht. Jetzt reicht's. Die Eier sind halt übel. 12 Eier. So. Upgrade Houses to Level 3. Ja, wenn die Bock haben, dann ja. Provide them with textiles. Welcher von denen hat Wolle produziert? Der hier. Never mind, reiß das Ding wieder ab. Der ist nicht in Range. Von dem Ding. Hat er nicht gesagt, ist das in Range? Ja, okay, wir versuchen es nochmal. Mist. Okay, so einfach. So. So viel habe ich nicht mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ja doch. Nur ist der irgendwie nicht happy oder kein Mother hat. Wie kann man die Dinger denn drehen? Als ob wir in den Städten heutzutage über an jeder Ecke so ein Event-Ding haben. Gibt's hier einen Shortcut-Keybinding? Rotate Kamera. Nö. Okay, egal. Geht alles nur bergauf. Dann haben die halt irgendwie verkackt. Die brauchen noch den ganzen Kram da. Und die brauchen noch den ganzen Kram da. So, ich probiere das jetzt einfach, weil das interessant ist. Hier aufzubauen. Um dieses Problem zu umgehen. So, ihr baut Honig. Ihr habt Honig. Was braucht ihr noch? Eier.
Ihr seid happy. Wieso kann ich euch nicht updaten? So, ihr braucht jetzt noch Prosperity. Das heißt, der hier braucht noch Kupfer. Jetzt hat der hier nicht mehr genug. Dang it. Jetzt sind wir dieses Jonglieren. Der da hat sowieso kein Mündele, das heißt, den kann ich ja nicht abreißen. Du kannst dich nie entwickeln. So. You died. So, jetzt haben wir hier nicht genug Käse und nicht genug Dinger zum Ankram. Jo, aber ich glaube, dass ein gutes Preview ist gar nicht so schlecht. Ist halt so ein bisschen Anno-mäßig. Bei den Anno Spielen ist so ein bisschen das Problem, dass sie sich mit Anno messen müssen und Anno ist halt relativ gut. Ja, ob es wirklich dem gerecht wird, kann ich natürlich auch nicht sagen, ich bin kein Anno-Spieler. Müssen dann die Anno-Spieler herausfinden. Aber bis jetzt fühlt sich's ganz gut. Hab jetzt auch noch keinen Bug gefunden oder irgendwas. Gutes Game! Und dann sehe ich euch bei der nächsten Demo. Tschüssi.